Immerhin 6 Manipulator-Module. Wenn wir da noch ein bisschen weitermachen, ne? Hold on. One moment. Okay, und jetzt haben wir wieder was für Iron Rake. Oh, Leute. Hier. Ah, jetzt hat er ein Hütchen gekriegt. Gut. Super. Jetzt ist er also quasi auch gelevelt und kommt besser gegen die Monster an. Wir kriegen gleich wieder eine Waffe, die gar nicht so schlecht aussieht, aber es ist ein Hammer, wird verkauft. So, was brauchst du? Pearl Piece und Zucker. Ich glaube, Pearl Piece habe ich jetzt keine dabei. Zucker hätte ich einen dabei, aber keine Pearl Piece. Und ich suche ja noch diese blauen Blüten. Ohne die geht's ja auch nicht. Nur wegen der Farbe der Gießkanne. Komm, die müssen hier irgendwo sprießen. Irgendwo hier gibt's blaue Blüten. Ich weiß es doch ganz genau. Ah, da ist der, von dem wir das Tungsten holen sollen. Der Mensch ist da auch neu hier. Keine Ahnung. Kommt mir nämlich nicht bekannt vor. Das kannst du machen. Und bestimmt haben wir auch noch ganz vorzüglichen Schrott für dich zum Verkaufen. Naja, okay, eine Waffe. Besser als nix. Ich will nochmal mit dem Menschen sprechen, wenn es recht ist. Okay, nee, ich will nicht mit dem Menschen sprechen. So, der braucht ja an Tungsten Bar, haben wir ja dabei, das ist toll. So, und jetzt sollen wir den Barren liefern. Okay, hier ist ein Paket für den, der direkt neben dran steht. Aber okay, ich finde es toll, weil es sind Quests und Quests geben Belohnungen. Reward Back und ein paar Credits. Was ist diesmal drin? Ein Manipulator-Modul, das ist super. So, aber ich muss unbedingt auf die blauen Blüten hier achten. Müssen wir mit dir was machen? Ich glaube nicht, ne? Verkauft nur irgendwas. Ach, diese scheiß Mikrolex. So. Für dich haben wir nichts. Nee, also du verkaufst auch nichts Wichtiges. Ja, das mit der Schmalzlocke, das geht drauf. Da ist eine blaue Blüte. Okay, dann lasse ich das Viech ausnahmsweise leben, weil da müsste ich mir jetzt einen Gang graben. Darauf habe ich keinen Bock. So. Hallo. Auf Wiedersehen. Würde mich ja nicht wundern, wenn man sich auch irgendwelche Pflanzen anbauen kann, die dann die Blüten verlieren. Weil es könnte ja sein, dass das irgendwann, dass da der Vorrat ausgeht. Andererseits kann es auch sein, es gibt ja, glaube ich, Flower Seeds, dass man die einfach in die Gegend schmeißt und dann wachsen die Blumen nach, ne? Oh, Eichhörnchen. Ich finde sie toll. Und warum lebst du in der Ruine? Hast du kein Vogelhäuschen oder was? Komm, das kannst du machen, aber das gibt eh nur 2 Pixel. Ja, egal. Draußen werden sich die Leute wieder fragen, was für ein Idiot wohnt da und warum macht er das? Na, weil er ein Idiot ist, wissen wir so. Bei der Musik ist es ja genau dasselbe. Was macht der da? Ja, ich weiß, die Kohle, die wird jetzt angezeigt, weil der eine ja 20 Kohle will, aber mit Kohle sind wir ja an sich überversorgt. Mit Moneten leider nicht, aber mit Kohle. Und trotzdem nehme ich sie mit, ne? Ja, das ist halt typisch Ozzelpi. Der Looter-Drang. Ich kann ja auch bei Dying Light und so weiter, kann ich mich auch nie bremsen. Sagen sie immer, China wäre der Looter-King, ne? Also, ich finde immer noch, die Menge macht's, nicht die Schnelligkeit. Ich meine, klar, er ist immer als erstes ganz vorne dran, ja. Habe ich von da alle Blüten mitgehen lassen oder wachsen hier nur so wenig Blumen oder wie sieht das aus? Es wachsen hier auf jeden Fall ziemlich viele böse Vögel. Das finde ich gar nicht nett. Am Ende holst du dir ja noch die Vogelgrippe. Komm, jetzt kannst du dir mal so eine gebratene Karotte reinschieben. Der Chess-Check Rabbit, der würde die bestimmt auch mögen, ne? Nochmal zur Erinnerung, falls es zum Erscheinen dieser Folge noch aktuell ist, was durchaus sein könnte, es gibt im Moment das What's Next Video 2, da könnt ihr abstimmen, was als nächstes Spiel mit in die Playlist rutschen soll. Es sind ein paar Spiele zur Auswahl, also ist keine ganz freie Wahl, das sind ein paar Spiele, die sich schon vor längerer Zeit gewünscht wurden. Und auch ein paar neuere Wunschtitel sind dabei und auch welche, die beim letzten Mal schon zur Wahl standen. Und ihr dürft eure Stimme abgeben, was euch gefallen würde. Nachtrag, ihr dürft gerne noch die nächsten 2 Tage abstimmen, dann ist Schluss. Ja, das hier ist eine Nachvertonung. Huhu, ich bin der Zukunftsossel. Läuft ja jetzt schon lang genug die Abstimmung. Wie gesagt, nach Erscheinen dieser Folge noch 2 Tage und dann ist fetch. Also eigentlich wie beim ersten Mal, das läuft eine Zeit lang. So lang darf jeder mitbestimmen und dann wird sich halt zeigen, was so der Favorit ist. Guck mal, zu dem mussten wir auch hin. Zu dem Floraner mit der coolen Farbkombi. Nein, ich finde blau, rot, gelb, das hat irgendwie was. Ah, und jetzt hat er sich eine Rüstung gebastelt und wenn Monster kommen, steht er jetzt natürlich besser da. Das ist echt clever. Also dieses System, das gefällt mir. So, und du hast auch noch was, ne? Du verkaufst doch diese Sanduhren, ne? Genau, ja.
So, da hat's dem jetzt verkauft und das soll mir jetzt zu Rustnail zurückbringen, zum rostigen Nagel. Gibt's noch irgendwas, wo ich nach links gehen muss? Da war doch noch irgendwas mit einem Monster oder sowas. War doch nicht so ein Monster, das ich killen sollte? Nein? Hab ich schon erledigt? Okay. Ja, gut. Gut. Ja, das sind so viele Farbenquests. Die blauen... Ja. Die blauen Blüten bräuchte ich jetzt eben. Okay, aber es zeigt auch nach links. Also dann gehe ich mal da weiter. Vielleicht finden wir die Pflanzenblüten noch. Ich meine, guck mal, hier sind doch die Blumen. Verlieren die nicht auch? Ja, doch, die verlieren auch Blüten. Gut. Da müssten wir jetzt doch drei haben, ne? Weil eins von vorhin und zwei eben. Jawohl. Die sieht irgendwie cool aus. Also, die ist mir sympathisch. Das sagst du bloß, weil die Titten hat. Weit! Nein! Dein Frauenbild ist nicht das einzige im Universum. Ach, hör auf, Scheiße zu labern. Ich weiß doch, wie der Hase läuft. Ich bin schon lange genug im Geschäft. Im Geschäft, das ist das Stichwort, Alter. Ich kaufe meine Frauen nicht. Zumindest nicht so wie du. Siehst du, und deswegen wirst du immer ein Greenhorn bleiben. Ja, klar. Du musst einfach mal den richtigen Schritt gehen. Ach, halt die Klappe. Jetzt habe ich gerade eben wieder die Salbe verwendet, ne, und da kommt das Zelt. Aber gut, nutzen wir die Zeit, um uns kurz hochzuheilen. So. Einwandfrei. Weiter geht's. Zu Rustnail, immer nach Westen, also nach links. Ich behaupte einfach mal, dass das Westen ist. Immer in diese Richtung. Immer der Nasenspitze nach. Hat Wyatt überhaupt eine Nase? Nee, irgendwie so nicht, ne? Wie riecht er dann? Weil es riechen gehört doch beim Honey Smoked Barbecue bestimmt auch dazu, ne? So dieses gebratene Fleisch mit der leicht süßen Note, die sich so durch die Luft zieht, ne? Also zumindest glaube ich auch sowas gerochen zu haben, als ich mal Honig verkocht habe und so, ne? Und da ja bei Honey Smoked Barbecue, da ja Honig dabei ist, ne? Da geht ein Wyatt doch bestimmt. Ja, der hat ja kein Herz, aber irgendwas wird ihm im Körper aufgehen. Und wenn es die Magengasblase ist, da fängt er immer leicht vor Vorfreude an zu rülpsen. Was denn? Du hast dabei. Ja, wie verdauen Nova-Kids eigentlich? Verbrennen die das innerlich? Photosynthese oder so? Aber Photosynthese. Ich weiß nicht, Photosynthese? Nee, bei den Floranern ist das wahrscheinlich eher eine Osmose, ne? Anstatt eine Photosynthese. Aber was weiß ich denn? Nee, ich kenne mich damit nicht aus. Das sind Feinheiten. Ich weiß nicht, ob sich da überhaupt Chucklefish Gedanken drum gemacht haben. Aber man sollte ja nie sagen. Also, möglich ist ja vieles. Ich könnte es mir vorstellen. Und das ist ja Science Fiction. Da hast du ja quasi den Freibrief, alle ihren Ideen einfach mal auszuprobieren. Allerdings, ich finde Science Fiction natürlich ein bisschen besser, wenn irgendwo eine Theorie hinten dran steht, wo man sagen könnte, hey, das könnte stimmen. Oh. Oh, der hat sich killen lassen, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, die haben sich killen lassen oder was? Seid ihr blöd? Natürlich. Oder, nee, ich hab die doch aber dahin gebracht. Also die zwei... Wenn die doch jetzt hier bleiben? Ich glaub, da hat's irgendeinen kleinen Bug gehabt eben. Ich werde das natürlich nochmal genau analysieren, wenn ich dann die Videos schneide. Aber ich glaube, irgendwas hat da nicht ganz gestimmt. Weil zwei lassen sich killen, zwei Missionen gelten als gescheitert, zwei stehen einfach nur so in der Gegend rum. Das passt irgendwie nicht so ganz zueinander. Naja. Egal, Missionen können wir immer wieder machen und so ein paar Failed Quests. Ach, die werden noch nicht mal mehr aufgeführt. Nee, also... Die bleiben einfach hier aktiv, okay. Ach Gott, ja, ich hätte mal scrollen sollen. Hier gibt's ja noch einiges. Ah ne, das ist ja completed, ja natürlich. Ozzlepi! Da merkst du, ich werk's schon wieder langsam dumm. Es liegt zum einen am Wetter, zum anderen, dass ich heute eh nicht ganz konzentriert bin. Aber darunter sollt ihr natürlich nicht leiden. Aber ich glaube, ich habe jetzt eh schon bald 2 Stunden voll. Und es kommt mir vor, als hätte ich gerade erst angefangen und als hätten wir noch voll wenig erreicht. Dabei haben wir ja eigentlich voll viel erreicht in den letzten paar Folgen, ne? Diese hier mit eingeschlossen. Ach, herrje. Was haben wir denn jetzt noch übrig? Ja, das können wir noch abliefern und dann würde ich gern unterwegs noch 1-2 neue Quests einsammeln. Wenn es uns denn ermöglicht wird, wenn sie jetzt nicht alle böse sind, weil wir eben bei ein paar versagt haben. Naja, gut. Das hier, genau, neue Pflanzenfasern, das ist gut. Weil ein paar neue Salben... Ach nee, muss ich ja nicht machen. Ich habe hier ja... Es gibt ja unterschiedliche Salben, ne? Jetzt habe ich schon 3 unterschiedliche Versionen. Ne, ich glaub's ja nicht.
Woran liegt denn das? Kann mir das mal jemand erklären? Sind die von unterschiedlichen Planeten aus unterschiedlichen Pflanzen hergestellt oder wie? Warum unterscheidet das Spiel die so arg? Ja, das kommt mir irgendwie komisch vor. Nimm die Dioden mal mit, soweit sie halt reinpassen. Ja, wir sind halt ziemlich voll. Oh, da hinten wurde gekämpft, aber hat sich wohl schon erledigt, ja. War so ein Truthahn, den sie aus der Luft geprügelt haben. Gut, was willst du denn, Herr Siebschnabel? Was, wir sollen 20 Energiezellen herstellen? Geht das hier irgendwo? Kann ich das hier irgendwo herstellen? Und wer von euch hatte nicht wer von euch einen Laden? Du hattest einen Laden. Ja, wo ist dein Laden? Wo ist dein Laden? Ich würde gern was dealen. Da, das Fass da hinten. Gehört das dir? Nee, da oben. Okay. Ja, jetzt bleib aber auch mal stehen. So. Also, für dich haben wir... Geben die Gebratenen mehr? Ja, scheinen mehr zu geben. Okay. Die sind ja schnell gebraten, dann hau ich die einfach mal weg. Und hier die Dioden. Tomate kannst du auch machen. So. Das war doch jetzt ein schöner Tag für uns beide. Du hast mehr Inventar und ich hab mehr Pixel. Erdschirm, ich habe die. Also der will 20 Energiezellen. Ja. Wie bastel ich die jetzt und wo? Muss ich dazu heim? Oder kann ich da auch irgendwo eine Werkbank von denen nehmen? So. Ja, wir können kämpfen. Macht euch keine Sorge. Also macht euch keine Gedanken darum. Ja, weil hier gehen keine Energiezellen. Ich weiß nicht, wo man Energiezellen bastelt oder wie sowas aussehen soll. Da bin ich noch voll der Noob. Und da will der, dass ich einfach sowas zusammenbastel. Und ich würde jetzt aber gerne erst hier weggehen, wenn ich noch ein paar Quests eingesammelt habe. Wenn die uns noch vertrauen überhaupt. Aber naja, vielleicht wollen sie mir gerade keine geben. Wer weiß, hast du neue Fasern? Nee, muss noch verdauen. Okay. Weil, wo sollten die sonst rauskommen, die Fasern? Oder wächst ihm das aus dem Fell? Könnte ja auch sein. Wäre eine Erklärung, ne? Wo wir es ja von Science Fiction und so weiter hatten, ne? Und fremden Kreaturen. Und, ja. Ja, ich bin im Moment mal ein Customer. Ich will den Kram hier noch loswerden. Danke. Ach, super. Ne, also an der Schmiede oder so kann ich das ja nicht bauen. Und haben die hier andere Tische? Ja, die haben irgendwo einen Kochtisch und so weiter. Also diese Pötte und so. Aber das bringt mir nichts. Okay, wir haben da jetzt ja aber auch eine Markierung. Ich gehe mal zurück. Guck mal auf unserem Heimatplaneten, also auf unserer Ranch vorbei. So. Müsste auch neue Flaggen machen für wann anders, ne? Damit wir da auch welche auf Lager haben. Ich würde hier jetzt gern alle Karotten kochen und dann verkaufen. Das gibt auch nochmal Geld. Ja, dauert ein bisschen. Ist aber nicht weiter schlimm. Ja, stimmt, ein Sub-Zero hatte recht. Ich hätte mir doch einfach mal einen Kühlschrank jetzt klauen sollen, ne? Aber kommt noch. Das regeln wir auch wieder alles. So, ich habe ein paar neue Samen gekriegt und da hinten hat man ja jetzt noch Platz. Und es ist ja auch hier wieder alles reif. Eieieiei. Ich meine, zum Ende der Aufnahmesitzung mache ich ja auch immer, dass ich hier nochmal alles abernte. Und das trifft sich dann eigentlich gut, dass wir jetzt gerade hier sind, ne? So. Ja, Zuckerrohr brauchen wir, glaube ich, eh noch viel mehr. Da baue ich dann auch gleich noch an. So. Das sieht doch gut aus. Also, beziehungsweise immer besser, ne? So, und gleich ist natürlich unser Inventar wieder voll, ich weiß. Und dann sollten wir natürlich gucken, was wir jetzt wieder noch alles verbasteln und verbauen können. Und wie war das mit der Flagge? Was brauchten wir für die Flagge? Wo konnten wir die Flagge machen? Die Flagge war nicht hier, die Flagge war dann hier. Oder wo war die Flagge, verdammte Scheiße? Ich muss echt lernen, hier durchzublicken. Vielleicht muss ich mal mit dem zweiten Account noch anfangen zu spielen, damit ich das Ganze mal endlich in die Birne krieg, ne? War die Flagge? Die Flagge war hier, einfach so. Kupferbarren, Waffen, Fabric 20. Ach komm, wir haben so viel von dem Zeug, ne? Also von den Fasern, da können wir jetzt ruhig auch ein bisschen Neues herstellen. Es dauert nur ein bisschen. Aber gut, Ding will Weile haben. Wir wollen ja auch nicht, dass unsere Sachen hier so hingeschnuddelt werden. Hoffen wir einfach, dass das Gerät das von selbst macht, weil Wyatt ist nicht zum Nähen geboren, glaubt mir. Hey, der Typ hat ein Loch im Gesicht. Ich musste das doch irgendwie zumachen. Ja, deine alten Kriegsgeschichten. Silberbach und so weiter, ja, die können wir auch mal roh ablegen. Eine Mottenfalle haben wir schon, aber eine zweite könnte vielleicht auch irgendwann nicht schaden. Ich brauch den Kupferbarren. Brauche ich zwei, ne? Jawohl. Gut. Und zwei Flaggen haben wir wieder, das ist schön.
Mal gucken, kann ich was Neues kochen, was ich bisher noch nicht gekocht habe. Ja, Honey Smoked Barbecue ist natürlich toll. Mashed Potato, also Kartoffelpüree hat man, glaube ich, bisher noch nicht hergestellt. Eimer Chinas Katzengras. Es kommt natürlich nicht in die Collection, weil es nicht dazugehört. Schade, aber ist halt so. Kaffee. Und für mehr reicht's nicht. Nichts Besonderes. Ja, komm, dann mach Pearl Pea Risotto, oder? Das ist gut. Da haben wir Reis und Pearl Peas verbrutzelt. Das ist schön. Ein bisschen was tue ich jetzt wieder verdielen. Ja, hier die Bananen, Beak Seeds. Peanut Apple, ein Kaffee. Ja, die Kartoffel auch. Die Avis Mingo auch. Tomate. Ich meine, den Kaffee, den trinkt man bestimmt auch irgendwann weg. Die Bonnebo. Ja, kommt auch weg. Habe ich irgendwas übersehen? Nee, nichts Dramatisches. Ja, ich hätte den Mais vielleicht noch mit wegschicken können, aber da liegt ja eh noch Zeug rum. Da darf ich ja eh noch ein, zweimal vorbeilaufen, naja, weil jetzt schon wieder voll ist. Ach, herrje, ach, herrje. Man muss auch mal nicht so gründlich sein wollen, oder wie war das, ne? Mikromanagement ist halt so ein Ding. Weg, 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 weg. Ich brauche viel mehr Platz und ich brauche viel mehr Geld. Ich meine, schon wieder 12.000, ja? Jetzt geht's halt wirklich schnell, jetzt wo wir erstmal so weit sind. Ich könnte aber jetzt schon mal was zwischen die Kiemen hauen. Genau, weit ist nämlich nicht ganz satt genug. Hier sind auch noch Pearl Peas. So, haben wir jetzt alles, was ich mitnehmen sollte? Ich glaube ja. Ja, da hinten das Teil, das kann mal bleiben. So, die Kartoffeln noch, genau. Okay, das war's dann nämlich jetzt erstmal mit dem Abernten. So, Meat Stew haben wir auch noch keins gekocht. Hey, wenn wir doch jetzt schon mal alles dabei haben, ne? Shepherd's Pie können wir aus dem Meat Stew machen. Das war jetzt auch ein ganz neues Rezept. Cool. Ja, doch, es wird. Es wird alles. Ich find's gut. Ich find's echt gut. So, und die Nahrungsleiste ist voll. Gut, dann gehe ich mal ablegen und falls wir uns nicht mehr sehen, kommt dann hier schon euer Endscreen. Macht's gut, bis bald. Boah, hat das schön zeitlich gepasst mit dem Donner eben beim Fade-Out. Also da habe ich eine kleine Gänsehaut gekriegt. Was kann ich für diese Folge großartig festhalten? Naja, zwei der Quests sind leider gescheitert, weil die Idioten sich haben umbringen lassen. Da merkst du mal, wie dämlich die sind. Wyatt, lass mich bitte die Abmoderation selbst durchführen. Sitzt deine Unterwäsche wieder zu eng oder was ist los? Ich sag einfach nur, wie es ist. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den verdammten Idioten, die sich lieber von irgendeinem Monster auf die Fresse geben lassen, als mal Schritt zu halten. Wyatt, jetzt sei mal ruhig, du stehst nicht direkt am Mikrofon, das klingt komisch in der Aufnahme. Dann lass es doch komisch klingen, es braucht halt mal einen, der die Eier hat, zu sagen, wie die Scheiße hier läuft. Ja, die Scheiße läuft dünn, aber ich sag jetzt nicht, woraus. Nee, also... Lass dich doch nicht etwa mit mir anlegen, verdammter Drecksack. Kurzen Moment. Was hast du denn jetzt vor, du Anfänger? Ich will dich nutzen. Tschüss. Du machst doch, was du willst, du weißt, ich komm ja eh wieder vorbei. Verdammter Penner. Ach, die blutige Lippe, das musste mal sein. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch, also danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.